Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ein dickes Danke an Paul weiterhin für diese wunderbaren Designs und Thumbnails. Seine Website findet ihr in der Videobeschreibung. Wir schauen auf die Spiele und dann kann es eigentlich schon losgehen. Am Freitagabend spielt bereits um 18 Uhr, was mich persönlich etwas verwundert hat, der Chemnitzer FC gegen TSV 1860 München. Samstag dann Würzburg gegen Zwickau. Duisburg gegen Meppen ist abgesagt, weil beim MSV das Dach am Stadion wohl nicht ganz korrekt ist. Aber dabei Bayern 2 gegen Haching, ein waschechtes Derby, habe ich auch hier in der Prognose. Halle gegen Groß-Asbach, Viktoria Köln gegen Ingolstadt, Rostock gegen Münster. Sonntag um 13 Uhr Kaiserslautern gegen Waldhof, auch ein unglaubliches Derby, auch in der Prognose, also in der Zusammenfassung. KFC Uerdingen gegen Braunschweig ebenfalls in der Zusammenfassung und dann zum Abschluss des Spieltages am Montagabend noch Jena gegen Magdeburg. Ein schneller Blick auf die Tabelle, erster ist Eintracht Braunschweig, zweiter der FC Ingolstadt, Duisburg ist dritter, vierter Aufsteiger Waldhof Mannheim, fünfter der Hallische FC, sechster Haching, siebter Viktoria Köln, achter Magdeburg, neunter Meppen, zehnter der erste FC Kaiserslautern. Die zweite Tabellenhälfte führt Preußen Münster an, es folgen Zwickau, Bayern 2, Groß-Asbach und Uerdingen. Ein Platz über den Abstiegsrängen Würzburger Kickers, 17. Rostock, 18. 1860 München, 19. Chemnitz und 20. Jena. Jetzt würde ich aber sagen, könnt gerne in den Kommentaren noch mitvoten, welche Spiele nächste Woche bzw. nach der Länderspielpause prognostiziert werden sollen. Jetzt geht's aber los mit Bayern gegen Haching. Viel Spaß! Das ist wirklich ein richtiges Derby. Der FC Bayern München gegen Unterhaching und die Spieler untereinander könnten sich kaum besser kennen. Auch in der Jugend viele miteinander schon aktiv gewesen. Der FC Bayern München 2 hier gegen Unterhaching. Leicht in der Außenseiterrolle hatte hier die erste Schussmöglichkeit durch Singh aus knapp 18 Metern, der sich da versucht. Der Ball geht aber recht deutlich rechts am Kasten vorbei. Zumindest mal aber eine Annäherung. Die Spielvereinigung ist aber aktuell auf dem 6. Tabellenrang und kann damit sehr zufrieden sein. Wollen ja vielleicht sogar im Aufstiegskampf mitsprechen. Die in blau gekleideten Gäste nun das erste Mal hier mit dem festsetzenden Angriffsspiel. Sascha Bigalke, das geht dann ein bisschen zu einfach. Geht da locker in den Strafraum. Dominik Stahl schließt ab. Kern hält den Fuß rein. Kann aber ja damit Schlimmeres verhindern. Nun wieder die Münchner Bayern. Dajaco über die linke Außenbahn. Das ist nicht ungefährlich. Richards, der Außenverteidiger, mit dabei. Batista Meier zu Dajaco. Und Mantel muss eingreifen. Kein Abseits, der Treffer hätte gezählt. Wichtig, dass Mantel hier zeigt, dass er aufmerksam ist. Ist im kurzen Eck auf der Höhe. Vorm Seitenwechsel dann nochmal die Hachinger. Dominik Strohengel testet Früchtl und das war eine richtig starke Möglichkeit. Strohengel ist ein ganz abgezockter Stürmer, vor allem in der dritten Liga bei Darmstadt. Vor einigen Jahren hat er bewiesen, wie gefährlich er sein kann. Das liegt einige Jahre zurück, trotzdem ist er immer noch brandgefährlich in einzelnen Situationen. Torlos ging es dann in die Pause, die Hachinger nun besser aufgelegt. Heinrich nimmt Dominik Strohengel mit. Der hat natürlich nicht das Tempo, setzt sich hier trotzdem etwas glücklich durch. Bandowski bringt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Richards passt zunächst auf. Schwabel bleibt aber dran, schließt dann ab, trifft nur das Außennetz, sodass es keine größere Gefahr gab. Doch die Anfangsphase des zweiten Abschnitts sah besser aus bei den Hachingern. Nun aber wieder die Münchner Reserve. Welzmüller auf Batista Meier. Der legt den Ball zurück zu Vrieth, von dem bis dahin kaum etwas zu sehen. Dann mal in Abschlusssituation hier. Mantel geht auf Nummer sicher, klärt zum Eckstoß. Aus dem resultierte nichts. Die Bayern setzen sich jetzt aber am gegnerischen Strafraum fest und es gab die ein oder andere neue Möglichkeit. Jan-Fiete Arp nach Krankheit zurück, erstmal nur in der zweiten Mannschaft aufgeboten, dafür aber heute über die volle Distanz. Diesen Kopfball setzt er noch suboptimal an.
Doch bis zum Schluss blieben die Bayern dran. Es war eine offene Partie. Das Pendel hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Fried mit der Flanke. Jan Fiete ab, jetzt aber viel zu frei. Und in der Schlussminute macht er dann doch noch den Treffer. Den darfst du da nicht so frei stehen lassen, auch wenn es eine gut gespielte Kontersituation war. Die Hachinger hatten die Möglichkeit zurückzurücken, versäumten es und müssen sich somit in der Schlussminute gegen den FC Bayern München 2 geschlagen geben. Ein sehenswertes Derby mit dem glücklicheren Ende für die Gastgeber. Der 1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim, ein Derby, wie es im Buche steht und als eines der Musterbeispiele gilt, wie Rivalität so gelebt wird im Fußball. Die bessere Anfangsphase hatte hier der Gast aus Mannheim. Das ist Korte, der sich da mal versucht aus knapp 15 Metern, der Schuss noch abgefälscht und somit keine größere Gefahr. Zuletzt beide Teams extrem treffsicher. Mannheim gewann 4:3 gegen Duisburg, Kaiserslautern sogar 5:3 am Montagabend gegen Zwickau. So erhoffte man sich auch hier vielleicht das Torspektakel. Das wurde es zunächst aber nicht. Korte mit dem nächsten Abschluss. Diesmal trifft er auch das Tor. Doch Grill hat keine Probleme, diesen Ball abzufangen. Aber die Roten Teufel wirkten leicht nervös und gestresst. Hier zu Hause am Betzenberg läuft es sowieso noch nicht so gut. Und aktuell war Grill der Einzige, der hier eine gute Performance ablieferte bei den Gastgebern gegen Valmir Soleimani. Das war kein schlechter Schuss, aber eine noch viel bessere Parade. Pick und Hercher bringen sich hier selber in Bedrängnis. Wieder Hercher, aber Waldhof Mannheim ging vorne drauf. Fehler von Matuvila. Soleimani zu Diering. Und wie er den versiebt, ist schon fast kläglich. Zumindest musste er aufs Tor kommen. So wurde es noch nichts. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal die Mannheimer. Diering hat da ein bisschen zu viel Platz, bringt die Flanke und das Valmir Soleimani und der Ball ist im Tor. 44. Spielminute, die hochverdiente Führung für die Gäste, die hier wirklich dominierten. Das war extrem überraschend, wohl auch für die Gastgeber, die dann hier mit dem 0:1 erstmal in die Pause gingen. Für Mannheim lief es wirklich optimal. Doch der 1. FC Kaiserslautern zeigte jetzt im zweiten Durchgang ein ähnlich nervöses Bild. Soleimani zu Diering. Das war nicht gefährlich, aber es zeigte wieder, in welche Richtung es hier gehen konnte. Kaiserslautern musste nach vorne spielen, offenbarte dann Fehler im Spielaufbau. Hier bestrafte es sich noch nicht. Wenig später der nächste Versuch, Kraus schmeißt sich aber rein. Zumindest in der Defensive war es jetzt leidenschaftlicher vom 1. FCK. Aber die Zeit lief ja auch davon. Die Akzente nach vorne weiterhin extrem dürftig. Schad jetzt mal mit der Flanke. Doch auch da passten die Mannheimer gut auf. Max, der rechte Verteidiger, klärt hier per Kopf. Wichtige Szene. Schlussphase, schon in der Nachspielzeit. Der 1. FC Kaiserslautern drohte hier zu verzweifeln. Mit dem letzten Mute der Verzweiflung. Bachmann steckt rüber. Thiele in die Mitte und Manfred Starke mit dem Ausgleich in der 93. Spielminute. Man konnte es kaum glauben. Mit der allerletzten Aktion in dieser Partie retten sich noch die Roten Teufel zum Punktgewinn. Das war alles andere als verdient. Sie wurden trotzdem mit Applaus verabschiedet, weil sie immerhin bis zum Ende kämpften. Und das erwartet man in einem Derby. Eine echte Spitzenpartie zwischen dem KFC Uerdingen und Eintracht Braunschweig.
Vor allem auswärts die Braunschweiger noch ohne Fehl und Tadel. Die erste Möglichkeit gehörte aber den Krefeldern und führte zum Führungstreffer. In der 7. Minute war es Adriano Grimaldi, der hier an Fejzic ins Glück treffen kann für die Gastgeber. Und sie spielten hier stark auf. Evina versucht's fürs Erste, kommt aber nicht durch. Rodriguez mit der Flanke, Adriano Grimaldi. Und dann muss Fejzic zeigen, dass er einer der besten, vielleicht der beste Keeper in der dritten Liga ist. Ist blitzschnell unten und kratzt den gerade noch aus dem unteren linken Eck. Braunschweig konnte nicht zufrieden sein mit dem ersten Abschnitt. Stattdessen nochmal die Chance für die Gastgeber. Eckball von der rechten Seite. Nehrich, der es fürs Erste klären kann. Doch Dorda bleibt in dieser Szene gespannt. Grimaldi und Kirchhoff zu zentral. Kein Problem für Fejzic. Den fängt er ganz einfach ab. Aber die gastgebenden Fans konnten sehr zufrieden sein. Bei Braunschweig hingegen war enormes Steigerungspotenzial vorhanden. Martin Kobylanski jetzt. Feigenspahn und Bernd Nehrich. Der Anfang macht jetzt auf jeden Fall Mut. Königshofer kann parieren, etwas zu zentral, aber ansonsten war es durchaus eine gefährliche Situation. Und die Gäste blieben dran. Bär und Kessel auf der rechten Seite. Wiebe und Kobylanski im guten Zusammenspiel. Die Flanke von Bär. Zu schwach getreten, Königshofer passt auf. Abschlag auf der anderen Seite von Fejzic, aber direkt bei den Krefeldern wieder gelandet dieser Ball. Fejzic pariert den Ball, korrigiert seinen eigenen Fehler. Muss er machen, macht er auch. Die Schlussphase. Nochmal Braunschweig. Konnten sie nochmal antworten? Zumindest den Punkt hier mitnehmen aus Düsseldorf. Bär mit der Flanke und Feigenspahn am zweiten Pfosten. Die Chance schlechthin zum Ausgleich. Sehr gute Abnahme. Königshofer ist im Spitzenwinkel aber da. Letzte Aktion. Nochmal eine Ecke. Proschwitz. Königshofer klärt's nicht gut, Proschwitz, aber überhastet. In der Schlussphase hätten sich die Braunschweiger den Punkt auf jeden Fall noch verdient gehabt. Aber es sollte nicht mehr passieren. Der KFC gewinnt dieses Spitzenduell unter dem Strich etwas glücklich mit 1:0. Braunschweig muss sich nicht grämen. Dennoch, gerne hätte man hier einen Punkt mindestens eingefahren. Thank you.
Schauen wir noch einmal im Schnelldurchlauf auf alle Ergebnisse. Chemnitz gegen 1860 2:0, Würzburg gegen Zwickau 3:0, Duisburg gegen Meppen eben abgesagt und verschoben, Bayern 2 gegen Unterhaching 1:0, Halle gegen Groß-Asbach 1:0, Viktoria Köln gegen Ingolstadt 1:2, Rostock gewinnt 3:0 gegen Münster, Mannheim zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern im Derby 1:1, KfC Uerdingen gegen Braunschweig 1:0 und zum Abschluss Jena gegen Magdeburg 0:0. Die Tabelle: Erster ist Ingolstadt, zweiter Braunschweig, dritter Halle, vierter weiterhin Waldhof Mannheim, fünfter Duisburg, sechster Unterhaching, siebter Magdeburg, achter Viktoria Köln, neunter Bayern 2 und zehnter der 1. FC Kaiserslautern, elfter der KfC Uerdingen, zwölfter Würzburg, 13. Rostock, 14. Meppen, 15. Münster und 16. Groß-Asbach. Auf den Abstiegsrängen Zwickau, Chemnitz, 1860 München und der FC Carl Zeiss Jena. Das war's dann mit dieser Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.